Wunderbar, schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zu dem Talk, ein WTF für mehr FPS. Heute lernen wir etwas über einen Algorithmus, der ziemlich kult ist, auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber ein paar, ja, sehr schöne Grundlagenprinzipien der Informatik implementiert. Und dafür bitte ich Sebastian auf die Bühne, unseren Speaker. Sebastian, schön, dass du da bist und wir freuen uns sehr, dass du uns gleich mal erzählst, was es nicht in die Vorlesung geschafft hat. Ja, vielen, vielen Dank für die Einführung und ja, ich bin überrascht, wie viele hier sind. Ich habe das eigentlich auch nur eingereicht, weil ich mir dachte, das könnte vielleicht auch jemand interessieren und wahrscheinlich kriege ich das nicht irgendwo anders nochmal wieder unter. Und ja, jetzt stehe ich hier im großen Saal und es kommen immer noch Leute rein. Ich hoffe, ich kann ein wenig die Mysterien lüften, die hinter dem Algorithmus stehen, weil er einfach ein paar Sachen darstellt, wo ich denke, es sollte einem klar werden, dass so ein paar ganz grundlegende Dinge aus dem Studium, die vielleicht einige schon mal gesehen haben in der Schule, tatsächlich darin vorkommen, auch wenn es nicht so aussieht. Genau, das heißt, worum wird es hier in dem Vortrag gehen? Ich werde ein bisschen über die Analyse des Algorithmus sprechen. Das haben schon viele, viele vorher getan. Es gibt auch ganz viele Publikationen dazu, ganz viele Vorträge. Aber ich möchte einfach nochmal einen kleinen Aspekt noch weiter dazu beitragen und vielleicht dem einen oder anderen hier auch nochmal das Ganze ein bisschen näher bringen. Das heißt, es geht hier ein bisschen um die Grundlagen der IT und der Mathematik, die darin vorkommen. Dann gucken wir uns mal den Algorithmus an, wie funktioniert er eigentlich. Ja, und was können wir heute daraus lernen und warum ist es heute auch noch so wichtig, wie dieser Algorithmus funktioniert. Ja, nur als Vorwarnung, ein bisschen Folien habe ich aus den Vorlesungen übernommen. Also, worum geht's hier? Wir haben es ja schon gehört, der hat schon eine gewisse Geschichte auf dem Buckel. Na, es geht um Quake Arena. Und die Leute, die es gespielt haben, haben festgestellt, das kann schon süchtig machen. Und auch in den ganzen Reviews war das Spiel berühmt dafür, fürs Gameplay, fürs wirklich dieses Multiplayer-Gameplay des First-Person-Shooters, aber auch für die abartig große Geschwindigkeit. Wie viele Frames per Second da tatsächlich rüberkommen, das war schon damals einfach überraschend. Und das ist eben die Frage, woran liegt es, dass dieses Spiel so schnell geworden ist? Und ein Punkt ist, als das dann nachher veröffentlicht wurde, wie so oft von ID Software, ist Leuten sehr schnell aufgefallen, da steht ein Algorithmus drin, und zwar der QRSQRT, der irgendwie gar nicht so aussieht, als was man eigentlich erwarten würde. Er soll nämlich den Kehrwert der Quadratwurzel berechnen. Und Himmels Willen, das steht da nicht drin. Stattdessen steht drin, da passiert irgendein Floating Point Bit-Level-Hacking, dann irgendein What the fuck und plötzlich kommt am Ende mit relativ hoher Genauigkeit das Ergebnis raus und das wollen wir uns mal anschauen, woran das liegt. Ja, das Ganze ist so berühmt, dass manche sich das auch tätowieren lassen wollen. Dave hat dann nachher eigentlich nur noch auf Twitter gesagt, ja, das will er eigentlich nur deswegen machen, weil da, wo jemand etwas programmiert hat, auf einem Level, wo er wohl nie hinkommen wird. Und ich hoffe, nach diesem Vortrag werden einige hier doch sehen, dass es gar nicht so kompliziert war. Also na, hoffentlich hat Dave dann doch nicht sich tätowiert. Auf jeden Fall kommt es meiner Meinung nach gar nicht auf die Konstante so sehr an, auf die sich so viele versteifen, sondern eher auf das Prinzip, was dahinter steht. Ja, worum geht es eigentlich grundsätzlich? Worüber unterhalten wir uns hier? Es geht um ein 3D-Spiel und in 3D werden eigentlich alle Figuren, alle Spieler, alle Grafiken, alle Szenen über Vektoren dargestellt. Da wird aus Punkten werden Linien hergestellt, aus Linien werden Flächen hergestellt, auf die Flächen werden alle möglichen Grafiken darauf projiziert. Am Ende sieht man das Gameplay und guckt sich das Ganze an. Wenn wir uns einen Vektor anschauen, Vektor besteht immer aus mehreren Komponenten, zum Beispiel hier der Vektor 304. Und das bedeutet, der hat in drei Raumrichtungen die drei Anteile der Länge 3, der Länge 0 in die zweite Richtung und der Länge 4 in die vierte Richtung. Das ist aber nur eine Art, wie man so einen Vektor angucken kann. Das ist nämlich der, wie er gespeichert wird. Eine andere Sichtweise ist, sich den Vektor anzugucken in der Länge, das heißt den Betrag vom Vektor und die Richtung von dem Vektor. Und genau diese Richtung des Vektors, die man berechnet als x geteilt durch Betrag von x, das ist das, was einfach unheimlich wichtig wird im Spiel für die Darstellung, wenn man sich Spiegelungen angucken will, die Schatten angucken will, wie projiziert man die Texturen da drauf. Andauernd braucht man das, eigentlich quasi für jede Fläche muss das mindestens einmal berechnet werden. Das heißt, diese Routine wird extrem oft aufgerufen und dementsprechend war das Interesse auch so groß. Warum ist dann diese Routine so schnell und warum sieht sie so komisch aus?
dass sie erstmal so schnell ist, liegt schon mal daran, dass keine Wurzel ausgerechnet wird. Denn das Wurzelausrechnen ist wahnsinnig teuer. Ich habe dann tatsächlich nochmal geschaut, ob ich in den alten Dokumentationen vom Coprozessor, vom 386er oder vom Pentium finden kann, wie viele Taktzyklen die laufen. Ist gar nicht mehr so genau nachzuvollziehen. Sie dauert auf jeden Fall viel, viel länger, diese Wurzel zu berechnen, als die Addition bzw. Subtraktion, Multiplikation und ein paar Bit-Operationen, die da drin ablaufen. Und das ist der Grund, warum der so wahnsinnig schnell ist. Da wird eine Wurzel ausgerechnet, sogar ein Kehrwert einer Wurzel, ohne dass überhaupt eine Wurzel berechnet wird, sondern da gibt es nur Addition, Multiplikation und Bitmanipulation. Das erklärt, warum es so schnell ist, aber warum es funktioniert, ist immer noch nicht klar. Kurz zum Namen, QRSQRT bedeutet einfach nur Quake Reciprocal Square Root, also Kehrwert von der Quadratwurzel in Quake. Und es kommt nicht von John Carmack, sondern ist tatsächlich schon zurückzuführen, da gibt es Artikel drüber. Ich glaube, Silicon Graphics hat das so eine Koryphäe der Grafikprogrammierung sich ausgedacht. Tja, Namen kann ich jetzt gerade nicht sagen, sorry. Auf jeden Fall, das Ganze war auch schon vorher bekannt und es gab auch schon vor der Veröffentlichung vom Source Code auch schon mathematische Abhandlungen darüber. Trotzdem, Kult wurde es tatsächlich erst, als es dort veröffentlicht wurde. Ah, genau, und da habe ich auch was mitgebracht. Genau, wie es so schön heißt, vom Rechenschieber zum IEEE 754. Und ein Rechenschieber, das ist sozusagen der Taschenrechner von früher. Das sieht so ungefähr aus und das wird uns hoffentlich erstmal erklären, wie es überhaupt zu dem Rechentrick kommt. Speziell zu dem Teil mit den komischen hexadezimalen Zahlen, die da in dem Programm drin vorkommt. Erstmal etwas, wie funktionieren Rechenschieber. Rechenschieber heißen im Englischen schön Slide Rule, das heißt eigentlich nur Verschieben von, nicht Zentimeterbändern, sondern Linealen gegeneinander. Ich habe einfach mal zwei Lineale gegenübergelegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier 3 plus 10 addieren will, kann ich einfach hingehen, mir die 3 raussuchen. Ich lege da das nächste Lineal am Anfang an, gucke mal mir da die 10 raus. Und wenn ich jetzt 3 plus 10 zusammen addieren will, gucke ich dann, wo sitze ich auf dem nächsten. Da lande ich bei der 13, also 3 plus 10 ist gleich 13. Lineale addieren schlicht einfach grafisch oder mechanisch, wie man es sehen will, Zahlen. Und genau das passiert auch bei solchen Rechenschiebern. Macht man dort das Gleiche beim Rechenschieber, ist etwas älter, deswegen sieht es schon ein bisschen gelb aus, und man stellt dort zum Beispiel die Zahlen 3 und 10 ein. Es gibt dort die Skalen A und B, natürlich massenhaft mehr, so ein Rechenschieber kann viel mehr als nur Zahlen addieren. Dann stellt man die 3 ein, den Anfang vom zweiten Lineal, die fängt bei 1 an und guckt dann, wo komme ich bei der 10 raus, komme ich bei 30 raus. Moment, das ist keine Addition, das ist eine Multiplikation. Wie in aller Welt wird plötzlich auf diesem Rechenschieber multipliziert? Ja, ich meine, muss man sich nicht wundern, die Skala ist offensichtlich nicht so linear, 1, 2, 3, 4, 5, sondern irgendwie so ein bisschen verzerrt. Und der Grund ist natürlich, dass die Skala so gewählt ist, dass man damit beispielsweise multiplizieren kann und viel mehr. Was dort ganz genau passiert, ist, dass dort logarithmisch gerechnet wird. Wenn ich mir jetzt beispielsweise das Produkt von 8 mal 16 ausrechnen will und ich stelle jetzt 8 und 16 als Zweierpotenzen dar, also alle Logarithmen, die jetzt hier drin vorkommen, meine ich meistens Zweierpotenzen mit, obwohl es spielt keine genaue Rolle. Auf jeden Fall hat 8 die Zweierpotenz 2 hoch 3 und 16 die Zweierpotenz 2 hoch 4. Wenn ich die beiden miteinander multiplizieren will und ich schreibe das aus, dann sehe ich hier, ja, ich kann die ganzen Zahlen natürlich auch einfach nur hintereinander schreiben und sehe dann, ja, das ist das gleiche wie 2 hoch 3 plus 4, also 2 hoch 7. Und da sieht man, aus der Multiplikation unten wird oben in Exponenten eine Addition. Und wenn ich dann gucke, was kommt dort auch wieder heraus als Ergebnis, erhalte ich die 128, das ist gerade 2 hoch 7. Und was dort oben steht im Exponenten, das ist ja gerade der Logarithmus der Zahl unten. Und in dem Sinne, viele kennen es wahrscheinlich schon aus der Schule, das sind die Logarithmengesetze. Der Logarithmus macht aus einer Multiplikation eine Addition. Ja, das sind die Logarithmengesetze, die vielleicht viele schon kennengelernt haben, hoffentlich. Wenn ich also Logarithmus von a mal b habe, ist es einfach Logarithmus a plus Logarithmus b, dementsprechend Logarithmus von a durch b, das ist Logarithmus a minus b. Und das werden wir jetzt noch brauchen, Logarithmus von a hoch p ist p mal Logarithmus a.
Gucken wir uns nochmal an, wie das da genau abgelaufen ist auf dem Rechenschieber. Als ich dort die 3 zur 10 geschoben habe, habe ich in Wirklichkeit eine Position Logarithmus von 3 eingestellt, dann Logarithmus von 10 verschoben. Und was kommt für ein Ergebnis raus? Das ist gerade Logarithmus von 30, beziehungsweise die Stelle von Logarithmus von 30, wie das da auf der Skala auf dem Rechenschieber steht. Und wenn ich es dann ablese, dann mache ich quasi wieder diese Exponentiation und komme dort zum Ergebnis 30. Deswegen habe ich dort 3 mal 10 gerechnet, anstatt 3 plus 10 auf dem Rechenschieber. Ja, und das ist eine Art, wie ich mit Logarithmus einfach viel einfacher rechnen kann. Und genau das passiert auch in dem Algorithmus. Fangen wir mal einfach an. Man kann mit dem Logarithmus auch wunderbar einfach quadrieren. Wenn ich also, oder hier potenzieren, wenn ich 4 hoch 3 rechnen will, dann haben wir gesehen, wenn ich das hinter den Logarithmus schreibe, kann ich daraus 3 mal Logarithmus 4 machen. Das heißt, ich muss nur den Logarithmus von 4 berechnen, zum Beispiel den 2er-Logarithmus, das ist dann gerade 2, bekomme raus, 3 mal 2 ist 6. Wenn ich dann wieder exponentiere, das heißt 2 hoch 6 berechne, kommt die 64 raus. Das ist das, was ich erwartet habe, als ich 4 hoch 3 rechne. Ja, wenn ich potenzieren kann, ganzzahlig, dann funktioniert das Potenzieren auch mit gebrochen rationalen Zahlen. Denn Wurzel ziehen, die Quadratwurzel, ist nichts anderes als hoch ein Halb zu nehmen. Wenn ich hoch ein Halb nehme und ich mache das im Logarithmus, bedeutet das auf der anderen Seite nur, mit ein Halb mal zu nehmen. Das heißt, Wurzel ziehen wird im Logarithmus plötzlich vollkommen einfach. Ich muss nur die Zahl halbieren. Genau das werden wir nachher auch sehen. Wenn ich also die Wurzel, Quadratwurzel aus 64 nehmen möchte, wiederum die 2er Logarithmus von 64 ist 6, die Hälfte davon ist 3, also ist unser Ergebnis 2 hoch 3, 8, ist tatsächlich die Quadratwurzel von 64. Damit kommen wir schon mal mit dem Logarithmus gut zurecht, um Wurzeln auszurechnen. Natürlich können wir auch, und das brauchen wir hier, die Kehrwerte von Wurzeln berechnen. Kehrwert bedeutet hoch minus zu nehmen. Wenn ich also Kehrwert von Wurzel nehmen will, hoch minus 1/2. Im Logarithmus läuft es wieder ganz genauso ab. Ich nehme den Logarithmus von der Zahl, multipliziere die Zahl mit minus 1/2, exponentiere das Ganze wieder mit 2 hoch und komme zum Ergebnis, dass also 1 durch Wurzel 64 das gleiche ist wie 2 hoch minus 3, also 1 durch 2 hoch 3, 1 durch 8, 1/8 ist das Ergebnis von 1 durch Wurzel 64. Das ist erstmal so sozusagen dies zum Aufwärmen, was dort im Algorithmus passiert. Wir werden in dem Algorithmus sehen, dass wir dort mit Logarithmengesetzen rechnen werden. Und wer schon ein bisschen reingeschaut hat im Algorithmus, sieht dort nachher einen Shift nach rechts. Shift nach rechts ist durch 2. Wir müssen das noch Vorzeichen wechseln. Ist exakt die Rechnung, die man hier sieht. Das, was womöglich in der Schule oder im ersten Semester im Studium auch gemacht wurde. Tatsächlich, Quadratwurzel ziehen, bevor wir Computer hatten, ja, wurde ganz viel mit Tabellenwerken gemacht. Die ganzen Logarithmen, da gab es dicke Bücher drin, wo einfach nur Logarithmen drin standen und hat man einfach nachgeschlagen. Was ist der Logarithmus von der Zahl? Hat dann halbiert, gedrittelt oder irgendwas und wieder zurücktransformiert, indem man guckt, wo kommt die Zahl wieder drin vor, um es halt wieder zu exponieren. Das war die Art, wie früher genau gerechnet wurde. Das Abschätzen hat man halt eben mit dem Rechenschieber gemacht. Wo kommen nun die Logarithmen her? Denn einerseits zu verstehen, warum wird dort irgendwo halbiert und Minus genommen, ist die eine Sache, aber irgendwo muss ja ein Logarithmus sein und normalerweise ist Logarithmus berechnen nicht weniger kompliziert, als die Wurzel zu berechnen. Ja, und da kommen wir jetzt zur IT. Wie speichert der Computer Zahlen? Ganz generell, viele haben es schon mitbekommen, der Computer, außer Analogcomputer natürlich, rechnet normalerweise mit den Zahlen 0 und 1. Und weil mit den Zahlen 0 und 1 irgendwie ein bisschen wenig auszudrücken ist, muss man das natürlich versuchen, irgendwie ein bisschen zu erweitern. Man fügt mehrere Zahlen zusammen und kann damit natürlich auch größere Zahlenbereiche darstellen. Meistens guckt man sich das nur für die ganzzahligen Zahlen an. Es geht genauso weiter auch in die Kommazahlen. Wir benutzen dann ein sogenanntes Stellenwertsystem, wo wir jeder Position der Ziffer eine Wertigkeit zuordnen. Wenn ich also hier jetzt so eine Zahl habe wie 10, 10,1010, dann hat jede dieser Zahl einen Stellenwert und man fängt direkt vom Komma an. Dort ist wie im Zehnersystem der Stellenwert 1, weil 10 hoch 0 ist 1. Die Zahl davor hat den Stellenwert 2, weil 2 hoch 1 ist 2. Und so geht es immer weiter, dritter, vierter. Und genauso läuft es auch weiter hinterm Komma. Dort werden die Stellenwerte dann negativ gezählt. Das heißt, die erste Ziffer hinterm Komma hat den Stellenwert minus 1. 2 hoch minus 1 ist 1/2.
die nächste hat minus 2, 2 hoch minus 2 ist ein Viertel, die nächste hat minus 3, 2 hoch minus 3 ist ein Achtel und dahinter kommt die 2 hoch minus 4, das ist ein Sechzehntel. Und wenn ich jetzt meine Zahl, die ich gerade genannt hatte, dieses 100010,1010, ausrechnen möchte, was bedeutet das eigentlich in Dezimal, dann muss ich einfach nur die Stellenwerte, wo ich eine 1 habe, zusammenzählen und komme dann hier zu dem Ergebnis 18,625. Und für diejenigen, die noch nichts vom Shiften gehört haben oder Verschieben von Bits, wollte ich das hier auch nochmal ganz kurz demonstrieren. Wenn ich jetzt so eine Zahl nehme in der Binärdarstellung und ich verschiebe alle Ziffern, zum Beispiel um eine Stelle nach rechts, dann bekommt jede Ziffer genau den Stellenwert, der durch 2 geteilt ist. Und damit dividiert sich die gesamte Zahl auch durch 2. Das heißt, einmal nach rechts verschieben, rechts für die Zuschauenden, muss ich durch 2 addieren, einmal nach links verschieben, multipliziere ich mit 2. Wenn ich 10 mal verschiebe nach links, ist es mal 2 hoch 10, also mal 1024. Das ist etwas, was die Computer wahnsinnig schnell können. Also Multiplikation und Division mit 2 ist nur Verschieben von Bits, ein Taktzyklus, fertig, schnellste Operation, die wir haben. Ja, aber die Art der Darstellung ist nicht so praktisch, das kennen wir schon mal aus unserem Leben. Wir werden nicht alles in Kilogramm ausdrücken, wenn wir jetzt mal vorstellen, die Ever Given, das ist ein Schiff, das ist eine halbe Megatonne schwer, also bis zu, hat vielleicht Sand geladen und Sandkorn sind vielleicht 200 Mikrogramm ist ein Sandkorn schwer, da sieht man schon, was es für ein Spektrum hat mit Zahlen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Dafür benutzen wir natürlich gerne die wissenschaftliche Schreibweise, die nicht nur in Dreierpotenzen immer wieder neue Worte sich ausdenkt, sondern immer einzeln die Potenz hinten ranschreibt. Und genau das passiert auch im Binärbereich, genauso wie wir bei Dezimalzahlen so eine wissenschaftliche Notation benutzen können, können wir das auch mit Binärzahlen machen. Nur mit einem kleinen Unterschied, einem kleinen Kniff, der das Ganze noch ein bisschen effizienter macht. Bei der wissenschaftlichen Schreibweise im Dezimalsystem verschieben wir so lange das Komma, bis typischerweise nur noch eine Zahl vom Komma stehen bleibt. Da haben wir jetzt hier 65.535, ist dann gerade 6,5535 mal 10 hoch 4. Machen wir das im Binärsystem, stellt man fest, holla, es gibt ja nur die Zahlen 1 und 0. Das heißt, ich verschiebe mein Komma so lange, bis eine 1 vorne steht. Da steht immer eine 1 vorne, egal welche Zahl ich dort hatte, außer der 0. Ja, und das ist so eine Eigenschaft, die der Computer sich zunutze macht. Diese erste Zahl hier vorne, die lässt er beim Speichern weg. Außer bei der 0, das ist ein Sonderfall, da kommen wir gleich dazu. Aber in ja, den ganzen anderen Fällen, die auftreten können, lässt man das typischerweise weg, weil es nicht gespeichert werden muss. Und dann kommen wir jetzt zum Standard, wie eigentlich so gut wie alle Rechner, alle Programme ihre Fließkommazahlen, ihre Gleitkommazahlen speichern. Das ist der IEEE 754. Und da sehen die Zahlen immer so aus, dass immer ein Bit fürs Vorzeichen reserviert ist. Dann kommen einige Bits für den Exponenten. Das ist das, was beim 2 hoch sowieso dahinter steht. Und dann kommt die Matisse. Das sind alle Zahlen, die davor stehen, bis auf die erste Zahl 1. Und die verschiedenen Datentypen im IEEE 754 unterscheiden sich jetzt nur darin, wie groß sozusagen dieses ganze Paket ist, wo ich die Zahl hineinstecke, ob es 16, 32, 24 oder 128 Bits sind und wie aufgeteilt wird, wie viele Bits dort für den Exponenten und für die Mantisse vorhanden sind. So gibt es das Format Half, das passt in 16 Bit rein. Da sind für den Exponenten 5 Bit vorgesehen und für die Mantisse 10 Bit. Und wenn man sich dann überlegt, was kann ich denn da jetzt für Zahlen mit ausdrücken, dann sieht man, okay, die kleinste Zahl über 0 natürlich jetzt ist plus minus 10 hoch 7 und die größte Zahl 10 hoch 5. Das heißt, man kommt mit dem H-Format nicht so weit. Und tatsächlich, weil die Mantisse auch so klein ist, hat man nur so ungefähr 3 signifikante Stellen, die man überhaupt auswerten kann. Das wird in den meisten Programmiersprachen gar nicht angeboten. Außer speziellen, die heute eigentlich sehr, sehr wichtig geworden sind. Da kommen wir nachher noch zu. Die eigentlich mit am häufigsten benutzte Typen sind Half und Double, Single und Double. Single ist der Datentyp Float, der ist 32 Bit groß, mit dem arbeiten wir auch hier und Double ist eben 64 Bit. Und entsprechend haben die eigentlich signifikante Stellen 7 und 15, ich merke mir mal 8 und 16. Und man hat einen bestimmten Zahlenbereich halt, dadurch, dass man diese wissenschaftliche Schreibweise benutzt. Das macht sehr viel Sinn, man kann darin wunderbar rechnen. Und will man jetzt zurückrechnen, was für eine Zahl steht eigentlich dahinter, ist es genau die Art, die wir vorhin gesehen haben. Man hat dieses erste Bit, das beschreibt einem, was für ein Vorzeichen man hat. Man denkt sich in fast allen Fällen vorne eine 1 davor, dann werden die ganzen Bits dahinter geschrieben, die in der Mantisse drin stehen.
Und dann kommt 2 hoch, alle Bits, die im Exponenten stehen, minus den Bias. Das ist etwas Besonderes. Die Zahl wird also nicht gespeichert in dem Format, in dem normalerweise vorzeichenbehaftete Zahlen im Rechner gespeichert werden, das ist das Zweierkomplement, sondern die Zahl wird einfach schlicht verschoben um einen bestimmten Wert, nämlich genau um den Bias. Der liegt auch genau in Mitte des Zahlenbereichs normalerweise, den Exponenten annehmen kann, aber das ist in diesem Fall wichtig. Der Grund ist dafür, dass sich die Leute, die sich den IEEE 754 ausgedacht haben, das Format so wählen wollten, dass man Zahlen miteinander vergleichen kann, ohne dass man sie erst dechiffrieren muss, also wieder zurückrechnen, was da eigentlich drinsteht. Und das ist der Grund, warum diese komische Bias-Korrektur drin vorkommt. Und diese Bias-Korrektur ist übrigens auch der Grund, warum wir diese komische hexadezimale Zahl dort im Code drinstehen haben, wie wir gleich sehen werden. Aber jetzt möchte ich kurz noch erklären, was passiert eigentlich mit der Null. Dieser Fall, dass man dort die 1 hindenkt, das ist einfach der normale Fall, der normalisierte Fall. Da gibt es auch die denormalisierten Zahlen. Das ist, wenn der Exponent nämlich gerade 0 ist, dann schreibt man vorne eine 0 hin, das ist so ein Sonderfall, um auch alle anderen Zahlen darstellen zu können. Damit kann man auch noch weiter in die noch tieferen Zahlen kommen. Das ist auch der Grund, warum die nicht ganz symmetrisch sind. Man kommt bis 10 hoch 38, aber bis 10 hoch minus 44. Da kriegt man halt ein paar Bits mehr, aber die Anzahl der signifikanten Stellen bricht natürlich dabei ab. Ja, und dann gibt es noch weitere Sonderfälle, wenn der Exponent komplett nur aus Einsen besteht. Damit wird im IEEE-Standard werden so besondere Zahlen wie INF, NAN und alles Mögliche kodiert. Das macht bei den normal verwendeten Datentypen kein Problem, wie beim Float und beim Double oder beim Long Double. Aber bei den sehr sparsamen Datentypen ist es ein riesiges Problem, dass man in diesem Fall hier, da hat man ja nur 32 Exponenten, die es gibt, ein 32. des Zahlenbereichs für irgendwelche Konstanten wegwirft, das ist nicht mehr zeitgemäß. Kommen wir nachher noch zu. Kleines Beispiel, wenn man jetzt eine Zahl mal ins Fließkomma-Format umrechnen möchte, die ist zum Beispiel gegeben als, ich habe direkt vom Vortrag noch einen Rechenfehler entdeckt, 6C80 in Hexadezimal. Hexadezimal hat den Vorteil, dass immer eine Ziffer genau 4 Binärziffern umfasst. Die 6 ist also hier dargestellt dann ein 0, 1, 1, 0. Das ist für 1, 2, 4. 2 plus 4 gibt 6. Deswegen ist das hier die Darstellung in der Bits für die 6. C ist gerade 12, deswegen haben wir 8 plus 4, 1, 1, 0, 0. Die 8 hat nur das oberste Bit gesetzt, 1, 0, 0, 0. Und die 0 ist hinten dran. Wenn ich das jetzt mir mal auf diese Form bringe, dann kann ich nachrechnen, dass sozusagen ich einmal den Exponenten habe 26. Von der 26 muss ich dann die 15 wieder abziehen. Das heißt, ich bekomme in meiner Darstellung die 2 hoch 11 als Exponenten. Und in der Mantisse schreibe ich vorne die 1 mit dran. Ansonsten übernehme ich die restlichen Ziffern hier. Da habe ich 1,001 im Binär. Das würde den Dezimal 1,125. Wenn ich das Ganze zusammenzähle, komme ich bei 2304 raus. Das heißt, man kann wunderbar aus dieser Binärdarstellung umrechnen. Das macht der Computer natürlich intern, wenn er damit rechnet. Aber der spannende Teil ist jetzt hier, was wäre denn jetzt der Logarithmus davon? Der Logarithmus der Zahl 2304 ist ungefähr 11,17. Moment, die Zahl haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Das ist genau der Exponent hier oben. Da steckt der Logarithmus drin. Und natürlich muss er da drin stehen. Weil im Grunde genommen habe ich ja bei dieser Darstellung immer ein 1, irgendwas mal 2 hoch irgendwas. Und wenn ich den Logarithmus rechnen will, den Zweierlogarithmus, will ich die Zahl als 2 hoch irgendwas darstellen. Das irgendwas da oben interessiert mich. Und im Grunde genommen habe ich das da schon komplett stehen. Das heißt, der Logarithmus dieser Zahl, so ungefähr, steht dort in dem Exponenten drin. Das heißt, genau da ist der Exponent versteckt, den wir benutzen können, um unsere erste Näherung für 1 durch Wurzel x zu bestimmen. Und das ist die Bitmanipulation, die da drin passiert. Was nämlich gemacht wird im Algorithmus, ist einfach aus diesem Float diese Bits zu separieren, diese als ein Integer zu benutzen, dann damit zu rechnen, es durch 2 zu teilen, zu negieren und wieder zurückzuschieben, die uns dann hilft, die erste Näherung für 1 durch Wurzel x zu bestimmen. Wenn ich also jetzt mir die Zahl hier mal nehme, zum Beispiel diese 6C80, und ich mache jetzt ein sogenanntes Type-Punning, das heißt, ich interpretiere diese Zahl, die eigentlich ja eine Fließkommazahl ist, als ein Integer, was man beim Programmieren so gut wie nie tun sollte, weil das natürlich gegen jede Typkonvention verstößt, außer man weiß ganz genau, was man hier tut, was hier der Fall ist. Wenn ich das jetzt durch, 2 hoch 10 teile,
Denn hier hinten sind genau 10 Bits dahinter. Wenn ich also jetzt durch 10 teile, mache ich ein Shift, 2 auf 10 Teile, mache ich ein Shift um 10 Bits, habe also alles hinten dran weggeschoben, dann habe ich nur noch den Exponenten da stehen. Und wenn ich den dann mir mal ausrechne, dann bekomme ich dort tatsächlich ja, 11,875 in diesem Fall heraus. Die 875 sind einfach so die Überreste von der Mantisse. Tatsächlich kommt das dann sogar dem echten Logarithmus sogar noch ein bisschen näher, wenn man das macht. Im Algorithmus spielt aber der Nachkommateil keine Rolle, weil nur Integer gerechnet wird aus Geschwindigkeitsgründen. Aber wir sehen hier, in diesem Exponenten steht der Logarithmus bis auf eine Zweierpotenz, also bis eine Ganzzahl in der Zweierpotenz drin. Und das ist der riesengroße Vorteil, warum man das machen möchte. Ja, jetzt habe ich überlegt, in welcher Sprache illustriere ich das kurz mal. Gibt es ja verschiedene Varianten, ob in Python, Java. Aber naja, manche schauen sich das ja hier auch im Browser an. Und da ist natürlich JavaScript das Nächste. Eigentlich in jeder Programmiersprache muss man sich ein bisschen verrenken, um das sogenannte Type-Punning zu machen. In JavaScript sieht es so aus, dass ich einen Array-Buffer erzeuge. Ich schreibe in diesen Array-Buffer auf der einen Seite meinen Float rein, auf der anderen Seite hole ich mein 32-Bit-Int raus. So mache ich das Type-Punning. Da muss man in allen möglichen Sprachen, außer in C, eine gewisse Verrenkung machen. Gibt es aber auch für Haskell und alle möglichen anderen Sprachen. Ihr habt auch gibt auch für Rust Möglichkeiten, das zu tun. Natürlich alles verboten. Aber wenn ich jetzt sozusagen mir einen Algorithmus schreiben möchte, der mir aus einem Float dementsprechend den ungefähren Logarithmus ausrechnet, ist es nach dem Type-Punning, wo ich einfach so dieses Rauskopieren mache, eigentlich nichts anderes mehr als ein Teilen durch 2 hoch 23 beim Float. Jetzt nicht mehr 10, sondern 23-Bit-Mantisse. Und nochmal 127 abgezogen, das ist nämlich genau der Bias. Wenn ich das Ganze mal für 2304 ausrechne und das ausdrucke, die 2304, gibt mir einen ungefähren Logarithmus von 11,125, den Zweierlogarithmus, weil 2048 ist gerade 2 hoch 11, der tatsächlich wäre 11,1609 gewesen. Also eigentlich funktioniert schon mal, dass man recht nah dran kommt. Es ist sogar wegen der Mantisse sogar ein bisschen genauer, als hätte man nur den ganzzahligen Wert. Tatsächlich geht es aber nicht darum, dass wir den Logarithmus ausrechnen, sondern wir wollen mit dem Logarithmus rechnen. Wir wollen mit dem Logarithmus nicht nur rechnen, sondern 1 durch Wurzel x ausrechnen. Als einfaches Beispiel erstmal, um warm zu werden, möchte ich erstmal nur die Wurzel ausrechnen. Das heißt, dazu mache ich erstmal mein Type-Punning, hole mir also meinen Integer daraus, ich ziehe mir meinen Logarithmus aus der Zahl, indem ich um 23 Bits nach rechts verschiebe. Wir sind hier beim Float, die Mantisse ist 32 Bits lang, also 23 Bit nach rechts verschieben. Ich ziehe den Bias ab und dann habe ich in i meinen Exponenten drin stehen. Den muss ich jetzt nur durch 2 teilen. Und wenn ich jetzt wieder wissen will, was für eine Zahl kommt raus, wieder zurückschieben. Das ist das Exponentieren. Das heißt, ich multipliziere die Zahl, addiere wieder mein Bias, die 127, shifte wieder um 23 nach links und mache daraus wieder umgekehrt, ich schreibe es in den Buffer rein, als Int, hole es mir als Float raus und ich gebe es raus und dann sehe ich hier die Wurzel aus 17 ist in diesem Fall 4, in Wirklichkeit wäre es 4,1 noch was gewesen. Funktioniert also ganz gut. Die Sache ist nur, wenn man sich das anschaut, merkt man, Moment mal, diese ganzen Operationen hier, die könnte ich mir doch bestimmt ein bisschen schicker verkleiden. Und genau das wollen wir mal machen. Was machen wir denn hier? Wir teilen i durch 2 hoch 23, wir ziehen 127 ab, wir teilen durch 2, addieren 127 und multiplizieren wieder mit 2 hoch 23. Gut, diese minus 127, die können wir erstmal nach draußen schieben. Wenn wir die nach draußen schieben, aus dem durch 2 heraus, bleibt natürlich 127 halbe übrig. Und hier habe ich i geteilt durch 2 hoch 23 geteilt durch 2. Daraus wird i geteilt durch 2 hoch 24 oder 24 Bit nach rechts verschoben. Und ich habe hier hinten minus 127 halbe plus 127. Naja, die kann ich beide miteinander zusammenzählen, kommt hier 127 halbe raus. Und das Ganze wird am Ende ja wieder mit 2 hoch 23 mal genommen. Na gut, einmal die durch 2 hoch 24 mal 2 hoch 23 ist einfach ein geteilt durch 2. Und die 127 durch 2 mal 2 hoch 23 ist 127 mal 2 hoch 22. Und wenn wir das jetzt mal in Zahlen umrechnen oder ja, direkt hinschreiben, ist es eigentlich i durch 2 plus 127 um 22 Bits nach links verschoben, was wir direkt auch ausrechnen können. Würde ich das in den Compiler schreiben, würde der Compiler das auch direkt so tun. Aber im Code wurde ja entschieden, nee, ich schreibe mal lieber so ein bisschen cooler die Hexadezimalzahl hin. Wenn ich das mache, bin ich bei 0x1,
FC0000, das sind die ganzen Nullen hinten, wegen den ganzen Bits, die reingeschoben wurde. Und vorne, jetzt muss ich ungefähr schreiben, statt geteilt durch 2 mache ich jetzt den Bitshift, da verliere ich das letzte Bit. Ich rechne also nicht mehr mit Kommazahlen, deswegen ungefähr. Und jetzt sehen wir schon, wie diese Struktur zusammenkommt von der komischen Hexadezimalzahl, in die in dem Algorithmus drin vorkommt. Denn genau das Gleiche können wir natürlich jetzt auch in unserem Code schreiben. Wir sehen hier schon fast genau die gleiche Struktur, nur dass jetzt hier kein Minus drin vorkommt. Klar, wir haben ja auch noch nicht durch die Wurzel geteilt. Wenn wir das Ganze, ganz kurze Sache, das Ergebnis ist ganz bisschen anders als vorher, weil wir jetzt halt eben diese Rundung drin haben. Ein bisschen anders rechnet er dann schon, aber alles in dem Rahmen, wo wir sagen, wir sind eh nicht so genau. Wenn wir tatsächlich jetzt mal unser R-Square-Root ausrechnen wollen, also Kehrwert der Quadratwurzel, dann müssen wir auch wieder unseren Logarithmus extrahieren. Wir müssen ihn durch 2 teilen und negieren. Hier durch 2 geteilt, negiert. Dann addieren wir wieder 127 und shiften es wieder und danach der Rest ist wieder genau gleich. Ja, da sehen wir, im Grunde genommen sieht das Programm genau gleich aus, kann aber dann plötzlich aus der 17 den Kehrwert von der Wurzel berechnen. 17 Wurzel ist ungefähr 4, Kehrwert davon ist ein Viertel, ist 0,25. Exakte Ergebnis wäre 0,24, wir haben 0,25, weil das ja nur eine Näherung ist. Auch das lässt sich wieder zusammenfassen. Wir haben hier wieder den Teil, wo wir erstmal dechiffrieren. Diesmal negieren wir aber noch und müssen dementsprechend, wenn wir es nach draußen ziehen, da habe ich, glaube ich, einen kleinen Fehler, das müsste schon, nee, genau, hier ist noch, ich habe es andersrum gemacht, ich habe die 1/2 nach drinnen gezogen, deswegen haben wir hier noch minus 127/2 stehen, die durch 2 ist drin. Wenn ich jetzt die Klammer aufhebe, das heißt minus rausnehme, komme ich bei minus i, geteilt durch 2 auch 24 raus und ich kann die 127 mit 127/2 addieren, weil aus Minus und Minus ergibt es Plus. Das Ganze wieder aufgelöst, die Klammer wieder rausgeworfen, bin ich bei 381 mal 2 hoch 22 geteilt durch i durch 2. I durch 2 ist i einmal nach rechts geschiftet ungefähr. Und hier vorne komme ich bei der Konstanten 0x5f4 und 5 Nullen hinten ran raus. Exakt das steht im Code drin. Nein, fast. Im Code steht tatsächlich drin 0x5f3759df. Und ganz viele wundern sich, warum steht diese komische Zahl da? Ja, im Grunde genommen kann man jetzt einfach eine Brute-Force-Suche machen, denn wir wissen ja schon, dass wir gar nicht so genau sind. Der Logarithmus wird ja ein bisschen höher sein als unsere Zahl. Das heißt, eigentlich müssen wir da was draufziehen, das müssen wir hinten wieder rauszielen. Dann ist es auch noch so, dass hinten auch noch ein Algorithmus hinten dran kommt, der auch noch weiterarbeitet mit der Zahl. Und wenn man alles zusammenzählt, kann man einfach durch eine Brute-Force-Suche einfach Zahlen finden, die im Schnitt ein klein bisschen besser sind. Und so kam man dann auf eine Zahl durch Probieren schlichtweg, dieses 0x5f3759df. Wer sich da ein bisschen genauer für interessiert, das ist eine Arbeit von M. Robertson, der hat das in der Bachelorarbeit mal geschrieben, hat da ganz viel ausprobiert und auch eine Brute-Force-Suche drüber gemacht und gezeigt, ja, was kriegt er alles für Ergebnisse raus, kann man das alles genau nachlesen. Aber dass die Zahl genauso aussieht, ist einmal gar nicht so wichtig, weil die Unterschiede sind da gar nicht mehr so groß. Und die andere Sache ist, ja, es hängt viel halt auch an dem Algorithmus, den man hinten dran hängt. Trotzdem ist die Zahl natürlich etwas Besonderes, deswegen ist die natürlich auch so bekannt geworden. Ja, wenn wir es dementsprechend hinschreiben und mit dem Algorithmus jetzt unser R-Square-Root ausrechnen, sieht man, kommen wir auch sehr nah an unsere Zahl heran. Und das ist exakt das, was dort im Algorithmus dann auch passiert. Okay, mit einer gleich anderen Wurzel. Aber dann kommen wir zum zweiten Teil des Algorithmus. Dort passiert jetzt eine Iteration, die unsere bisherige Schätzung richtig genau macht. Ja, und das ist ein Newton-Verfahren. Das Problem, was wir hier grundsätzlich haben, ist, dass wir hier nicht lineare Gleichungen lösen wollen. Dieses einzig Wurzel x ausrechnen kann man bezeichnen als das Lösen einer nichtlinearen Gleichung, weil es ist keine Gerade oder so. Das kann man nicht einfach so ausrechnen. Und deswegen gibt es ein paar Standardverfahren, wie man da vorgehen kann. Und eins der Standardverfahren, das hier auch benutzt würde, ist das Newton-Verfahren. Das Newton-Verfahren benutzt man aber, um Nullstellen zu finden. Naja, und Ausrechnen von einer Quadratwurzel und Kehrwert davon ist nicht gerade eine Nullstellensuche. Das heißt, wir müssen es erstmal umwandeln. Kurz mal dazu, was ist das Newton-Verfahren? Newton-Verfahren, wie gesagt, sucht Nullstellen. Kann man sich aber auch ganz leicht vorstellen, was da passiert. Wenn ich jetzt hier irgendeine Funktion habe, die irgendwie so aussieht und hier eine Nullstelle hat und ich will die finden, ich weiß aber nicht, wo sie ist, aber ich kann die Funktion auswerten, kann man an irgendeiner Stelle mal anfangen, beispielsweise an der Stelle 3. Dann gucke ich mir an, was habe ich für einen Funktionswert. Und wenn ich die Funktion kenne und deren Ableitung bestimmen kann, wie bei uns hier in dem Fall, kann ich dann eine Gerade dadurch legen und dort gucken, einfach direkt ausrechnen, wo schneidet diese Gerade die X-Achse und nehme das als nächste Näherung.
nehme dort wieder den Funktionswert, die Ableitung, mache die nächste gerade, habe meinen nächsten Funktionswert und so weiter. Und auf die Art und Weise bekomme ich immer den nächsten Schritt heraus. In diesem Bild habe ich aber gemogelt. Ich habe hier eine Funktion genommen, wo es richtig schlecht funktioniert. Normalerweise konvergiert das Newton-Verfahren so schnell, dass jeder Versuch, es irgendwie so aufzuzeichnen, fehlschlägt. Also das hier ist ein Beispiel, wo Newton eigentlich keine gute Chance hatte. Formal aufgeschrieben, dieses Lösen dieser Geradengleichung und die Nullstellen finden, ist einfach genau diese Formel. Immer wenn ich den nächsten Schritt finden will, nehme ich meinen alten Schritt und teile den Funktionswert durch die Ableitung der Funktion. Und typischerweise ist es so, ist man schon nah an der Nullstelle oder an der Lösung der nichtlinearen Gleichung, dann konvergiert es verdammt schnell, ist man weit weg, geht es manchmal gar nicht. Und das ist ein Problem. Was hier also typischerweise gemacht wird, um so eine Gleichung zu lösen, und zwar, ja, wir suchen die Zahl y, die 1 durch Wurzel a ist, dann muss ich daraus erstmal eine Nullstellenformulierung machen, wo möglichst keine Wurzel mehr drin vorkommt. Was bringt mir eine Iteration, wo ich eine Wurzel am Ende ausrechnen will, wenn ich selbst wieder eine Wurzel benutze? Und der Standardweg, den man hier wählt, ist einfach die Gleichung einmal zu quadrieren. Dann steht dort, dass y Quadrat gleich 1 durch a ist. Und wenn ich jetzt einfach das 1 durch a auf die andere Seite bringe, dann habe ich y Quadrat minus 1 durch a gleich 0. Eine Nullstelle, die ich jetzt suche. Und damit kann ich eine Funktion definieren, f von y ist gleich y Quadrat minus 1 durch a, und sagen, ich möchte von dieser Funktion die Nullstelle haben. Und wenn ich diese Nullstelle finde, dann habe ich die Stelle gefunden, die mir 1 durch Wurzel a ergibt. Ich muss also mir jetzt die Ableitung überlegen, da bei f von y hier nur das y-Quadrat drin vorkommt, ist die Ableitung gerade 2y. Und wenn ich das jetzt in meine Formel einsetze fürs Newton-Verfahren, dann bekomme ich yn plus 1 ist gleich yn minus, über dem Bruch steht unsere ursprüngliche Funktion, yn-Quadrat minus 1 durch a geteilt durch 2yn, unsere Ableitung. Das bringt man darauf in eine schönere Form. Das ist die Art, wie man das normalerweise dann ausrechnet. Yn durch 2 plus 1 durch yn mal a mal 2. Das ist die Art, wie man es normalerweise rechnen würde. Und man sieht doch schon, wie sieht diese Funktion aus. Ja, es ist zu erwarten, dass ich normalerweise, sobald ich einen Punkt in der Nähe habe, sehr schnell mich dem Nullpunkt nähere. Außer ich starte an dieser Stelle, da habe ich ein riesiges Problem. Wenn ich sozusagen bei der Null nahe bin, dann haut es mir ab und ich werde keine Nullstelle bekommen. Ich habe es einfach mal für zwei Werte ausgerechnet. Einmal habe ich mir die Zahl 2 genommen und ich will also ausrechnen, was ist 1 durch Wurzel 2 und einmal, was ist 1 durch Wurzel 8. Und starte einfach mal bei 1. Und man sieht sozusagen, nach dem ersten Schritt habe ich noch 6% Fehler, im zweiten Schritt 0,17% relativen Fehler und im dritten Schritt 0,0002% Fehler. Man sieht, dieses Verfahren konvergiert extrem schnell. In dem Fall, wo ich die 1 durch Wurzel 8 rechnen will, geht es nicht ganz so schnell. Trotzdem bin ich nach dem dritten Schritt schon richtig gut dabei. Und da kann man sich trotzdem jetzt fragen, okay, wenn das Verfahren so gut ist, man sieht hier, pro Schritt verdoppelt sich die Anzahl der signifikanten Stellen um das Doppelte, also verdoppelt sich immer die Genauigkeit dort. Warum hat er denn das nicht benutzt? Naja, man sieht schon im zweiten Fall, es hängt von meinem Startwert ab. Ich habe hier 1 als Startwert genommen, das ist beim zweiten nicht so gut, deswegen konvergiert es nicht so schnell. Ja, und ich teile durch eine Zahl. Und Division ist nicht ganz so schlimm wie Wurzelziehen, aber auf den alten CPUs war das auch ein bisschen langsamer. Wahrscheinlich deswegen hat er sich überlegt, okay, das mache ich nicht so. Wobei, das ist der Standardweg, sowas zu machen und auch wirklich die beste Art, es zu tun. Trotzdem hat er sich überlegt, okay, ich will dieses Teil nicht mit drin haben. Wie kann ich das vermeiden? Und der Trick, den er angewendet hat, ist, dass er die Gleichung, die wir vorhin als Ursprung genommen haben, einfach nochmal einen Kehrwert davon gebildet hat. Also anstatt y² gleich 1 durch a zu lösen, 1 durch y² gleich a sich anzuschauen. Ich bringe das a auf die andere Seite, habe wieder eine Nullstellenformulierung und muss dann dementsprechend für diese neue Funktion f von y gleich y hoch minus 2 minus a die Ableitung ausrechnen und das in unsere Formel einsetzen. Schon mal gleich vorneweg gesagt, die Funktion sieht so aus. Die hat einen Pol bei 0 und wenn ich irgendwo hier mal starte, sieht man, ich werde irgendwo ganz falsch landen. Das ist keine nette Funktion mehr. Und dementsprechend werden wir sehen, dass die nicht so gut funktioniert. Aber da wir geteilt durch y hoch minus 3 teilen, kriegen wir hier ein y hoch 3 nachher raus. Wir können das Ganze komplett ohne Division nachher rechnen, weil die Division, die da eigentlich noch drin war, kommt durch die Division nochmal durchgeführt, fällt sie einfach heraus.
Probieren wir es mit den gleichen Testwerten aus, sehen wir, ja, wir kriegen auch die 1 durch Wurzel 2 ausgerechnet, aber deutlich langsamer und mit deutlich schlechteren Werten. Ja, bei 1 durch Wurzel 8, da versagt das Verfahren komplett. Das heißt, wir haben jetzt ein schnelleres Verfahren, das langsamer konvergiert, wäre also allein keine Lösung. Und die Kombination macht's. Die Kombination ist das, womit der Algorithmus eigentlich erst funktioniert. Denn was der Algorithmus jetzt eigentlich tut, ist, dass er die Annäherung über den Logarithmus nutzt als ersten Schritt, um erstmal nahe der Nullstelle zu kommen, um dann im zweiten Schritt die schlechtere Newton-Iteration zu benutzen, um dann zum richtigen Ergebnis zu kommen. Und wenn man sich das mal anguckt, hier jeweils der nullte Schritt ist jeweils hier die Rechnung über den Logarithmus und Schritt 1 und 2 sind dann die Newton-Iterationen, sieht man, dass man ziemlich konsistent nach dem ersten Schritt schon bei einem relativen Fehler von 0,5 ist. Man kann es auch auf allen Zahlen ausprobieren, da wir vorher im Logarithmus gerechnet haben. Egal, was für Zahlen man einsetzt, man wird immer nah genug dran sein, dass im nächsten Newton-Schritt man immer so bei dieser relativen Genauigkeit herauskommt. Und letztendlich, man sieht es auch im Code, diese Genauigkeit von 0,0047 oder 0,003 eigentlich gar nicht mehr fürs Spiel erforderlich war und schon nach der ersten Iteration gesagt wurde, einmal Newton reicht, ein Schritt ist genug. Nur mal als Ergänzung, hätte er die andere Iteration benutzt, wäre es nochmal deutlich besser gewesen, aber im Endeffekt hätte er eine Division drin gehabt und im Grunde genommen zwar dreimal so gute Werte gehabt, was ein Vielfaches besser ist, als dass er an dieser Zahl rumfummelt, aber im Grunde genommen schon mit dem schlechteren Verfahren eine Genauigkeit gehabt, die ihm gereicht hat, ohne dass er eine Division gebraucht hat. Deswegen ist er da natürlich geblieben. Ja, wenn man sich dann den Algorithmus nochmal im Detail anguckt, was passiert da jetzt genau? Wir haben einmal natürlich den Funktionsrumpf. Dann kommt hier die Zahl 1,5, die einmal definiert wird. Naja, die braucht er genau für die Newton-Iteration nachher, weil dort 3,5 drin vorkommt. Natürlich sollte der Compiler das wegoptimieren, dass das nicht immer wieder neu gesetzt werden muss. Dann brauche ich hier tatsächlich die Hälfte von x in Float gerechnet. Auch das kommt nachher in meinem Newton-Algorithmus einmal drin vor. Das wird also einmal vorne rangeschoben. Ist auch ganz gut, das in der Reihenfolge zu mal haben, auch später für Prozessoren, die womöglich das auch per Pipelining schon parallel rechnen können, weil die Zahl brauche ich erst später. Und dann kommt dieser böse Teil des Type-Punning, wo ich meine Zahl über einen Pointer tatsächlich hier kopiert. Man könnte es auch direkt umsortieren. Einfach als ein Long interpretiere, als meine 32-Bit-Zahl, um dann meine Magie zu machen, im Logarithmus zu rechnen. Hier haben wir genau die Rechnung, die wir aus dem ersten Teil des Vortrags gesehen haben. Ich habe hier die Negation und meine Division durch 2 für 1 durch Wurzel x und die Zahl hier vorne entsteht schlicht durch den Bias, den ich drauf addieren muss und aus den Klammern rausgezogen habe. Danach wandle ich es wieder zurück, mache mein Exponentieren sozusagen und füge hinten dran einmal meinen Schritt Newton, den wir hier gesehen haben, diese einmalige Newton-Iteration. Die zweite ist schlicht auskommentiert, weil sie am Ende nichts mehr gebracht hat fürs Spiel. Aber wenn jemand genauere Ergebnisse haben will, kann die natürlich auch gerne nochmal hinten dran schieben. Ja, was bedeutet das für uns nun heute? Also mal vorneweg, bitte kein Type-Punning machen, das ist kein gutes Programmieren, es sei denn, man weiß wirklich ganz genau, was man da tut. Beispielsweise ist eine Anwendung, man will ganz exakte Werte in ein Double oder Float reinschreiben, dann funktioniert das ziemlich gut, weil ich das nächste Dezimal besser schreiben kann. Aber außerdem und vielleicht diesen einen Algorithmus, den man aber so auch nicht mehr braucht, sollte man das nicht tun. Trotzdem gibt es viele Dinge, die davon für uns heute auch ganz, ganz wichtig sind. Eine Sache ist beispielsweise IEEE 754. Wie speichert der Computer die Zahlen? Ist heute aktueller denn je. Denn wenn ich massiv parallel arbeite und ich möchte meine Programme immer schneller machen, dann sind wir inzwischen an der Grenze angekommen, dass wir einfach die CPUs nicht mehr schneller machen können. Wir können nur noch mehr parallelisieren. Und um die Daten noch mehr zu parallelisieren, ja, ist eine Methode, ich brauche einfach weniger Speicher pro Daten. Und deswegen geht ein Trend, gerade in diesen massiv datenintensiven Anwendungen, immer kleinere Datenformate zu benutzen. Beispielsweise den Datentyp Half ist ein Standarddatentyp auf der GPU. Damit ich dort doppelt so viele Daten mit dem gleichen Bandbreite durchschieben kann und einfach viel mehr Datenpunkte berechnen kann, wenn auch nicht so genau. Das Problem ist nur am IEEE 754, dass speziell beim Half dieses Verhältnis zwischen Mantisse und dem Exponenten nicht flexibel genug ist. Und man dort gesagt hat, okay, eigentlich interessiert mich nicht so genau diese Genauigkeit, sondern ich möchte eigentlich viel mehr Bandbreite haben.
Und deswegen wurde 2017 zum Beispiel von Google B-Float, die B-Float-Typen herausgebracht, die genau an der Stelle herumfummeln und sagen, ich mache den Bereich der Exponenten größer und ich schmeiße diese ganzen Sonderregeln weg für Inf, Nan und sowieso, die brauche ich eh so selten, weil ich nehme einfach an, dass mein Algorithmus nicht solche Zahlen rauswirft. Auf die Art und Weise kriege ich mehr Daten, genauere Daten dort rein. Und dafür muss man sich genau damit beschäftigen, wie sieht das aus? Weil wenn ich dafür jetzt Algorithmen entwickle, in Hardware und in Software, brauche ich natürlich auch für diese Darstellung, genauso wenn ich die natürlich optimieren möchte. Ja, ein anderer Ansatz, den ich im Algorithmus einfach wunderbar finde, es hört sich jetzt ein bisschen trivial an, Logarithmengesetze sind wichtig fürs Rechnen. Naja, mit Logarithmen zu rechnen, ja, auch. Im Grunde genommen ist natürlich auch, wenn ich in Fließkommazahlen rechne, auch das Logarithmenrechnen immer mit dabei. Aber tatsächlich ist dieses Prinzip, ich stelle etwas in einer anderen Basis und in einer anderen Form dar, ist ein Standardprinzip, wie ich Probleme im Computer lösen kann. Sei es, dass ich Fourier-Transformationen benutze, JPEG, MP3 und alles mögliche andere, basiert dadurch, dass ich einfach meine Zeitdaten durch Spektraldaten darstelle und damit viel besser, genauer, schneller rechnen kann. Wenn ich Differentialgleichung habe, kann ich die mit Laplace-Gleichung angehen, Zeitreihen, dafür habe ich Z-Transformationen. Es gibt immer Arten, wie ich ein Problem anders angucken kann. Und meistens ist dieser Blick, ich drehe es andersrum und gucke es mir anders an, die Methode, wie ich ein Problem besser lösen kann. Und sobald man die bessere Sichtweise gefunden hat, ist meistens schon klar, wie man auch da besser dran gehen kann. Und ja, eigentlich sehr viele Probleme von heute sind so gestrickt, dass sie einfach schlicht nicht linear sind, sondern sie sind kompliziert, sie sind nicht linear. Da brauche ich andauernd solche Methoden, die mir irgendwas in der Regularität womöglich ausnutzen, um besser dran zu kommen. Entweder ich versuche zu raten, ich mache Brute Force, ich versuche es immer weiter einzuschachteln, wenn ich zumindest eine kontinuierliche Abhängigkeit da habe. Wenn ich zumindest die Funktion ausrechnen kann und ich keine Ableitung habe, kann ich immer noch Sekanten ausrechnen anstatt Tangenten. Wenn ich eine Ableitung habe, dann kann ich Newton-Verfahren verwenden oder man kann sogar dieses Newton-Verfahren noch um höhere Ordnung erweitern, indem ich Polynome höherer Ordnung benutze statt Geraden, um dort zu schnellerer Konvergenz zu kommen. Aber in all diesen Fällen ist es total wichtig, dass man schon eine Idee hat, wo sollte die Lösung eigentlich sein? Weil die Lösungsräume meistens so immens groß sind, dass wenn ich nicht vorher schon mal so einen Tipp habe, da ungefähr soll es liegen, man sich einfach dumm und dämlich sucht, um dort zur Lösung zu kommen. Und deswegen funktionieren halt viele Verfahren mit Heuristiken und Näherungen so unwahrscheinlich gut wie auch hier in diesem Fall über diesen Trick mit dem IEEE und dem Logarithmus. Habe ich erst meine erste Schätzung, kann ich danach ein mächtiges Verfahren hinterher schieben. Genauso funktioniert das Routing viel besser, wenn ich eine Heuristik habe oder auch hochdimensionale Probleme, wenn ich da die höheren Ordnungen halt approximieren kann, dann kann ich auf eine viel schnellere Art und Weise zu lösen kommen. Und dementsprechend ist eigentlich der RSQRT-Algorithmus nichts anderes als eine Kombination von einem ersten Schätzen, Pi mal Daumen, verbunden mit einer genauen Iteration. Erstmal abschätzen, dann genau machen. Das ist einfach die Methode, wie hier zum Ziel gefunden wird und die der Algorithmus einfach wunderbar darstellt und das ganz wunderbar auf sehr grundlegenden Technologien. Ja, alles, was ich hier erzählt habe, haben wahrscheinlich schon ganz viele vorher auch erzählt. Und wer das noch ein bisschen weiter erkunden möchte, es gibt wahnsinnig viel Literatur dazu. Das Ganze hat schon mit Lomont damals angefangen, 2003, bevor das Source Code offen war. Da hat er schon über diese mathematischen Eigenschaften gesprochen. Dann kamen Eberle und Self und Robertson, die dort über die ganzen Hintergründe und speziell sich auch mit der Konstante näher beschäftigt haben. Also hier Robertson ist diese Bachelorarbeit gewesen. Und letztlich gab es auch in Heise vor einiger Zeit einen Artikel von Herrn Zota, Zahlen bitte, merkwürdige Mathematik im Ego-Shooter. Und es wird auch noch weiter geforscht. Dort haben wir Walczyk, aus der Ukraine, der sich damit beschäftigt hat, wie kann ich den Newton-Algorithmus, speziell die Konstanten, dort noch ein bisschen anpassen, um dort noch zu besseren Ergebnissen zu kommen. Ja, ich hoffe, dass ich einen kleinen Einblick geben konnte in den eigentlich ziemlich coolen Algorithmus und was da für grundlegende Konzepte drin sind. Und ja, ich freue mich, wenn es Fragen dazu gibt. Test, Test. Ja, vielen Dank dir, Sebastian. Wir haben noch Zeit für Fragen. Dann, wunderbar. Zuerst... Gleich.
Vielen Dank für den Vortrag. Funktioniert der Algorithmus auch für negative Zahlen oder geht da das mit dem Shiften von dem I kaputt? Ja, negative Zahlen, da kommen wir gleich in die komplexen Zahlen rein, weil wir wollen ja die Wurzel aus der Zahl berechnen. Und wenn wir die negativ machen, dann geht es natürlich schief. Stimmt, ja. Ja, und ansonsten würde der Algorithmus natürlich an der Stelle schief gehen, wenn ich dieses Vorzeichen nicht berücksichtige, würde mir das als eine, ja, einfach die Zahl verfälschen. Aber da wir sowieso die Wurzel ausrechnen wollen, spielt das hier keine Rolle. Danke. Dann hier. Ja, servus, sehr cooler Vortrag. Meine Frage wirst du wahrscheinlich nicht beantworten können, deswegen ist eigentlich eine versteckte Aufforderung an Leute, die noch basteln wollen hier am Wochenende. Was passiert denn, wenn man diese letzte Zeile, die vorletzte, die noch kommentiert ist, wenn man die auch weglässt, also nur den ersten Schritt macht und dann Quake 3 spielt? Sieht das anders aus? Und gäbe es da vielleicht ein cooles Video so mit vorher und nachher den gleichen Playthrough nebeneinander und dann könnte man vergleichen, was dieser letzte Schritt eigentlich am Spiel ausmacht? Also falls du das Video gerade nicht zufällig da hast, vielleicht hat jemand Bock, das ja zu bauen übers Wochenende. Ich meine, der Code ist da. Wäre vielleicht lustig. Okay, danke, Joachim. Und falls jemand die Haskell-Implementation interessiert, wird uns wahrscheinlich auch noch direkt dazu helfen können. Nein, aber natürlich, ich kann es nicht antworten, habe das Video nicht hier, habe noch überlegt, ob ich auch noch was aus Quake rein puzzle, aber tut mir leid, kein Screenshot. Ja, super Vortrag. Und die Idee finde ich halt auch total gut. Also bitte, wer will. Ich habe eigentlich nur zwei Bemerkungen. Das eine ist halt so aus dem Real Life. Wir haben in irgendeinem Projekt mal Algorithmen, bildverarbeitende Algorithmen gemacht und irgendwann kam der Kunde, ja, ist zu langsam, war halt mit Fließkommazahlen und nach längerer Zeit hat dann irgendein schlauer Kollege herausgefunden, es handelt sich um denormalisierte Zahlen. Zur Erinnerung, das waren die, wo die Null in der Mantisse ist, weil der Exponent nicht mehr ausreicht. Und da haben wir halt dann durch Änderung der Algorithmik dafür gesorgt, dass es halt nicht mehr denormalisierte Fließkommazahlen sind. Und dann war der Kunde auch wieder zufrieden. Also mal darüber lesen. Und wie ich dein JavaScript gesehen habe, musste ich doch etwas schmunzeln, weil durch diese Art der Konvertierung, das Type-Punning, verbrauchst du natürlich so viele CPU-Zyklen, dass alles zu spät ist. Danke. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht nochmal einen Benchmark gemacht, aber es gibt im Netz Benchmarks, die tatsächlich behaupten, dass das immer noch schneller wäre, als die Wurzel direkt zu rechnen. Beiträge ist auch ziemlich interessant. Ganz oft kommt es vor, dass man halt, wenn man weiß, wo man rechnet, auch halt natürlich diese Fließkommazahlen durch Fixkommazahlen ersetzen kann und dann auch sehr schnell vorwärts kommt. Aber dann schränkt man sich im Zahlenbereich stark ein. Ja, danke auch von mir. Weißt du, wie das aussieht in heutigen Standardbibliotheken? Also wie wird das da ausgerechnet? Genauso? Oder hat sich da jetzt ein bisschen was getan? Also ich meine, auch wenn es schneller geht, kann man ja auch halt die zweite oder dritte Iteration ausrechnen. Früher wurde es gemacht, meines Wissens. Inzwischen wird dort sehr viel mit Tabellen gearbeitet. Also vor ganz langer Zeit hatte ich auch mal das Vergnügen, auch in gewissen Standardbibliotheken mal mitarbeiten zu können, auch hier aus Karlsruhe. Da haben sie tatsächlich an Chips gebaut, eine alternative Lösung, also statt IEEE 754 umzusetzen und zwar das Ganze verifiziert zu machen. Aber ich kann es jetzt nicht sagen, wie tatsächlich momentan die umgesetzt werden. Da aber das Ganze in Hardware gemacht wird, sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Tabellen dahinter und verschiedene andere Tricks, die benutzt werden. Tatsächlich gibt es aber auch ein Paper, habe ich gefunden, der sich damit beschäftigt hat, wie kann ich genau diesen Algorithmus auf dem FPGA mit Gattern umsetzen? Was ist dabei noch zu betrachten, einfach um zu gucken, ob diese Implementation dann schneller ist als manch anderes? Mag sein, aber kann ich leider nicht näher beantworten. Da hier drüben sehe ich noch eine Frage. Danke. Ich habe nur noch eine kurze Bemerkung, und zwar in C++ ist dieses Type-Punning Undefined Behavior. Und wer sowas machen will, der soll bitte Memcopy benutzen, um das zu vermeiden. Ja, es ist nicht nur undefined, bitte nicht machen. Auch wenn ich es dir gezeigt habe, ich mache das hier nur aus historischem Interesse, zeige ich hier das Type-Punning. Und wie gesagt, die Anwendung ist eigentlich eher darauf beschränkt, wie man zum Beispiel ein Double and Float mit ganz bestimmten spezifischen Werten initialisieren, um damit testen zu können. Da macht Sinn, aber um schnell zu sein, sorry, inzwischen haben wir die ganzen Algorithmen in Hardware und dementsprechend sind die halt nach wenigen Taktzyklen fertig. Da lohnt das nicht mehr. Aber auf emulierten Maschinen kann man sich sowas noch überlegen. Aber trotzdem, bitte aus Software-Engineering-Aspekten kein Type-Punning machen. Das macht uns alles kaputt.
Sehr weise Worte. Vielen Dank dir, Sebastian. Wenn es keine Fragen mehr gibt, bitte ich noch mal um einen großen Applaus für diesen Vortrag. Applaus